Olli, hören sich so männlich an. Sprechen wir nochmal über das Wetter. Und los. Es ist heute Sonnenschein, es knallt direkt vom Himmel, es schneit und stürmt. Es schneit überhaupt nicht. Aber wir hätten es gern. Ja, hin. Eigentlich nicht. Warum darf man es schon gern? Jojo. Ich nicht. Jo, ich aber schon. Ich nicht. Ich schon. Nein, ich brauche keinen Schnee. Juhu. Ich brauche am Heiligabend einen Schnee und sonst nichts. Heute ist nicht Heiligabend. Nein, aber darum brauche ich jetzt auch keinen. Aber ich hätte ihn heute gern. Aber es ist halt nicht Heiligabend. Guten Morgen, um 10 nach 11. Heute ist Samstag. Prost, Kaffee. Und unser Internet geht aber noch nicht gescheit. Ich krieg noch einen Vogel. Ich krieg ehrlich gesagt noch einen Vogel. Und deswegen wird es jetzt heute auch nicht mehr so viel von mir zum Herrn geben, weil es regt mir einfach auf. Ich hoffe aber, euch geht es soweit alle gut. Ich schätze mal, heute oder morgen wird es noch ein Newsletter geben. Ich muss ihn aber erst schreiben. Ich denke eher, morgen gibt es ihn dann. Aber ja, da wird sich dann wieder ein Rezept drin befinden. Also, seid gespannt. Und ja, wir singen jetzt schnell und dann gehen wir ins Wochenende. Die besten Nudeln, das beste Pesto gibt's heute nur im Nudelnestal. Wuhu, schubidu. Du, 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 du. Guten Morgen, ich hab mir gerade noch einen Kaffee gemacht und hier hinten seht ihr es schon. Es ist Montag und ich bin das Christkind. Zumindest für heute. Ich schaue total müde aus. Es geht. Ich bin müde, aber ich schaue in echt nicht so aus wie jetzt gerade. Wurscht. Auf jeden Fall richte ich jetzt euch eine Backerl her und wollte nur schnell einen Gruß da lassen, weil sonst wird es wieder auf die Nacht und ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Also am Wochenstart, macht das Beste draus, heute ist ein guter Tag. Weil jeder Tag ist gut. Ciao, ihr dabei! Hallo! Zurück. Lang hat es gedauert, dass ich mich melde. Es ist jetzt 6:30 und was war das heute bitte schon für ein Tag? Also, wir haben euch eine Bestellung hergekriegt. Und dazwischen war halt unnatürlich viel Telefon für Montag, also permanent. Und dann habe ich auch Kundschaft gehabt im Lohn. Auch unnatürlich in dieser Menge für einen Montag. Aber gut, wer weiß, dass ich mich beschwere? Es war nur in Summe furchtbar anstrengend. Deswegen habe ich keine Zeit gehabt für gar nichts. Aber jetzt bin ich da. Und für heute langsam war. Was ihr heute auf jeden Fall geschafft habt, oder beziehungsweise gestern. Na, heute. Der schwarze Karton mit der Kreidenzeichnung, der die schöne Haptik hat, ist jetzt weggeshoppt. Ich habe keinen mehr. Das stimmt nicht ganz. Ich habe nur gesagt, einen. Der steht da vorne in der Auslage. Am Weihnachtstisch, der ist voll befüllt, voll bestückt, der kann hier im Laden nur erworben werden und ansonsten aus. Habe ich ja schon aus dem Job rausgenommen, kann nicht mehr nachgekauft werden. Und ich meine, wir stehen jetzt schon kurz vor Weihnachten, ich habe noch viel andere Kartons, das heißt, der schwarze wird heuer nicht mehr nachgekauft. Genau. Yay! Schade für diejenigen, die noch haben wollten, aber mein Leid, ihr wart einfach zu langsam, gell? First come, first serve. Aber hey! Weint nicht. Ich hab noch andere Sachen. Es gibt immer eine Lösung und wir haben es parat. Ja, und? Was wollte ich eigentlich noch sagen? Ich weiß nichts mehr. Gestern habe ich es endlich noch geschafft, dass die Newsletter online gegangen ist. Nein, nicht online. Er wurde verschickt. Newsletter wird verschickt. Dafür ist aber gestern ist noch ein Rezept für Haferflockenkekse online gegangen.
Das ist nämlich online gegangen auf dem Blog. Haferflockenkekse ohne Schnickschnack, glaube ich, heißen es. Ich meine, ihr braucht es ja nicht mehr zu suchen. Das ist das erste Rezept, das jetzt aufploppt. Und wenn es unter Blog-Rezepte rein gibt. Yay. Und das wird es auf jeden Fall ausprobieren, die sind gut. Und jetzt ist wirklich soweit, ich weiß nichts mehr. Ich kann Bauchredner werden. Lasst uns schnell singen. Singen ist eine gute Art, sich zu verständigen. Ich finde. Die besten Nudeln, das beste Pesto. Gibt's nur in Nudeln essen. Die besten Nudeln, das beste Pesto. Gibt's heute nur im Nudelnestel. Wuhu, Schubi.